So, gucken wir mal. So. Ja, ich drücke mal weg, solange ich nicht da fertig bin. Hallo. Am Chief. Wollen Sie direkt überfallen oder soll ich noch ein paar Minuten geben? Was wollen Sie, Hammer? Ich würde gerne einen Departmentwechsel zum SD vornehmen. Was? Warum? Ja. Weil ich mich mit den Kollegen Bailey ziemlich lange unterhalten habe darüber und ich der Meinung bin, dass ich da meine Fähigkeiten und Fertigkeiten besser einsetzen kann. Abgelehnt. Gehen Sie erstmal raus. Okay. Versuchte Tötung. Holy fuck. Konfisziert. Alter Schwede. Warum greift ihr Leute mit dem Messer an? Mr. Lynch. Mr. Burke, was kann ich für Sie tun? Ich bin gerade in der Vorbereitung für den Appell, darum rufe ich an. Ja, wir haben da Redebedarf. Sind ein paar Themen, die ich auf dem Zettel habe. Wird heute ein bisschen unangenehmer, tatsächlich. Was denn? Es geht einmal um Razzien, die durchgeführt wurden, wo immer über Gefahr im Verzug wohl argumentiert wurde, da brauche ich Einschätzungen. Ja, das war ich. Da kam, ja, nicht nur Sie, wohl auch über Huckleberry und Masters wohl, wo Sie nicht zugegen waren. Am Samstag? Da muss ich... Gestern gab es sowas beim Lost MC. Gefahrenfuß. Okay, kann ich nicht sagen. Ich habe noch nicht mit beiden gesprochen. Ja, alles gut. Wir unterhalten uns da gleich in Ruhe drüber. Es gab mehrere Einsätze bei den bei dem Takolan rund da drumherum. In der Southside, korrekt. Ja, genau. Dann haben wir Problematik aktuell mit doppelter Bestrafung. Also es ist wohl tatsächlich so, dass Beschuldigte teilweise von Officern wieder auf die Fahndungsliste geschrieben werden, besseren Wissens, also in bösartiger Absicht, damit die nochmal ihre Haftstrafe absitzen müssen. Das kann gar nicht funktionieren, wir haben doch dazu nur eine Akte. Doch, das kann funktionieren. Also es werden Leute wieder aktiv auf die Fahndungsliste geschrieben. Ich habe die Bestätigung, dass aktiv Leute wieder ausgeschrieben werden, die nicht mehr sind, mit der Begründung, mit der Begründung weiß ich nicht, aber sie werden immer wieder draufgeschrieben. Weil ich weiß, dass ein Staatsanwalt regelmäßig Personen dort wieder runtergelöscht hat, die nicht mehr auf der Fahndungsliste gehört haben. Und welcher Officer hat das gemacht? Teilweise. Das ist eben noch fraglich. Wir können noch keinen Officer genau benennen, wir können nur sagen, dass es von Officern passieren muss. Aber dann kann es ja auch ein Staatsanwalt sein. Theoretisch könnte es auch ein Staatsanwalt sein, okay, ja, das will ich Ihnen dann da nicht absprechen. Wir werden das nochmal genauer überprüfen. Aber das ist etwas, wo wir uns gewahr sein müssen. Okay. Ja. Und es ist auch so, dass tatsächlich jetzt schon mehrere Personen eine doppelte Haftstrafe abgesessen haben. Weil das kann auch auf technische Defekte zurückzuführen sein. So viel Kulanz muss ich da sein. Also ich höre das erste Mal von. Wann ist denn das passiert? Gestern zum Beispiel. Das war allerdings schlechte Kommunikation. Mhm. Also kommen Sie mal bitte im PD vorbei, weil das ist zu kompliziert. Richtig, ich komme jetzt gleich vorbei und das nächste ist, wir müssen wohl auch nochmal über Bounty Hunter sprechen. Okay, ja, kein also Problem. Es ist einiges, was wir da jetzt haben. Da ist Klärung wichtig. Ich werde den Mr. Lettner gleich noch mitbringen, das ist der Anwalt von den Ranchos da. Der kam damit auf mich zu, der hatte auch eine bessere Übersicht. Er kann dazu auch nochmal Einblicke gewähren. Ja, nur dass Sie da schon mal informiert sind. Alles klar, super. Bestens. Alles klar, super, Dankeschön, bis gleich. Haben Sie gestern einen Einsatz Gefahr im Verzug gemeldet? Was? Also was? Gestern? Nein. Ich? Nee. Irgendjemand? In Bezug auf was, Sir? Ich bräuchte mehr Informationen. Auf dem Lost MC? Ja, der Staatsanwalt Boone hat da einen Beschluss rausgegeben für eine Durchsuchung nach einer Schießerei am Stadtpark. Hä, warum redet denn Chief Justice Burke davon, dass irgendwas ohne Staatsanwälte gemacht wurde? Nein, nein, Boone sagte, das hätten sie auch so machen können. Ich sehe da Gefahr im Verzug. Ach so. Aber der Staatsanwalt Boone hat diesen Beschluss rausgegeben und war auch, glaube ich, sogar bei dem Einsatz selbst dabei. Ah, okay, alles klar. Ja gut. Also ist das. Check. Gab einen ausgeübten Schusswechsel, der mutmaßlich von den Lost-Leuten verübt wurde am Stadtpark. Die konnten dann erkannt werden anhand von Kutten und gegebenenfalls durch das Motorrad von Walkow. Carter hat die Einsatzplanung und Durchführung übernommen. Walkow hat das Ganze supervisiert und dann ist das dort zum Einsatz. Unter geringen Verlusten abgelaufen, Sir. Ja, oh, okay. Haben ein bisschen Blech oder
Naja, wie man es auch nennt. Ich brauche auf jeden Fall Themen für die Besprechung. Ja, haben wir. Haben wir. Na dann, Feuer frei. Officer Winters, der ja jetzt Vertretung für Mr. Walkoff macht. Ist, genau, hat gefragt, ob er sich dem Streifendienst auch als sogenannter Vertrauensofficer präsentieren darf. Dass man einfach, wenn man sich nicht traut, höherrangige anzusprechen, erstmal zu ihm kommen kann. Aber er ist auch ein höherrangiger. Wenn er die weiterträgt. Aber er ist nur Rang 4, das ist, glaube ich, noch nicht so weit. Oder 5 über den anderen. Okay. Haben wir denn damit hat Probleme? Hat eine einfühlsamere Art. Also, ich weiß es nicht. Ich bin schnippisch, Masters ist Masters. Und Also haben wir denn Probleme mit Themen, die nicht angesprochen werden von Leuten? Also eigentlich habe ich einen relativ guten Eindruck in diesem Zusammenhang. Mir tatsächlich ähnlich. Bei Walkoff haben sich wohl 2, 3 Officer gemeldet, die sich aufgrund der Autorität und den Respekt, den wir 3 ausstrahlen, da nicht direkt zu uns trauen, sondern erstmal tiefer ansetzen möchten. Ich würde schon sagen, dass wir denen eine Chance dazu geben sollten, ja, um dann auch mal eine Nase dran zu kriegen, worum es da geht. Klar. Okay. Weiß Herr Winters, also Herr Winters hat das aber schon vorgeschlagen, ne? Ja, richtig. Aber wir wollten es nicht gestern schon den Leuten sagen, weil wir wollten erst mit ihnen drüber sprechen, ob das überhaupt gewünscht ist. Okay. Ja, nee, finde ich eigentlich eine gute Idee, klar. Gut. Dann muss aber damit auch entsprechend sorgsam umgegangen werden, ne? Also, ja. Wenn das etwas ist, was dann bekannt ist, sollte man mit uns sprechen natürlich. Richtig. Weil wenn nicht mit uns kommuniziert wird, wird nichts geändert. Ja, klar. Okay. Ein bisschen wie ein Vertrauenslehrer. Sozusagen, ja. Das ist in Ordnung. Ja. Dann, wir hatten jetzt Fälle, wo Personen in ihren Notizen Haftstrafen noch eingetragen hatten, aber nicht mehr auf der Fahndungsliste standen. Also Diskrepanz. Das führte immer zu großen Diskrepanzen. Und ich habe dann gestern angeordnet, weil da Leute zum Teil eine Stunde in der Zelle saßen, bis das geklärt werden konnte, den jeweiligen Staatsanwalt zu finden. Hm. Wenn jemand nicht auf der Fahndungsliste steht, vollstrecken wir das erstmal nicht. Okay. Aber... Das, also Mr. Burke meinte auch, dass da doppelte Haftstrafen gestern waren? Ja, richtig. Manchmal standen bei Leuten Haftstrafen noch in den Notizen, die aber schon abgesessen aber das waren. Ist doch, und sowas. Das ist doch dann wieder eine Prison Unit DOJ-Problematik. Das, ja, richtig. Deshalb habe ich gesagt, das PD sollte sich da nicht in die Nesseln setzen. Genau. Wir nehmen nur das rein, was auf der Fahndungsliste steht und nicht, was in den Notizen drin steht. Das Problem ist nämlich da, dass wir ganz einfach vielleicht irgendeinen Staatsanwalt, der das vergessen hat, zu löschen oder so. Ja. Oder da wurde einem Strafbefehl widersprochen, der steht schon in den Notizen, aber muss noch vor Gericht oder sowas. Korrekt. Okay, Notizen, Fahndungsliste, Folge, nur Fahndungsliste. Okay, wundervoll. Ja, da müssen wir die Prozesse ein bisschen verbessern. Aber also, das geht einfach nur darum, dass der steht dann nicht auf der Fahndungsliste. Richtig, aber in seinen Notizen stehen Haftstrafen, die noch verbüßt werden. Wurde denn jemand deswegen auf die Fahndungsliste gepackt? Nee, jemand, der zufällig in der Kontrolle war, der Officer hat das in den Notizen gesehen, wurde dann in die Zellen verbracht. Ah, okay, ich verstehe. Ja, das liest sich, das ist doch schon mal besser. Okay, nur Fahndungsliste. Oder vielleicht Rückfrage dann beim Staatsanwalt. Ja, und das hat halt zum Teil dann, einer saß eine Stunde in der Zelle für 30 offene Hafteinheiten, die in den Notizen noch offen waren und dann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft aber schon abgebüßt waren. Ich verstehe. Deswegen müssen wir uns für einen Weg entscheiden. Entweder alles, Fahndungsliste. Steht, oder Fahndungsliste. Alles nur Fahndungsliste. Ich denke, das macht Sinn. Habe ich mir jetzt auch schon mal ausgeschrieben. Da muss es am Ende das DOJ schaffen, diese Fahndungsliste aktuell zu halten. Okay. Denn für uns ist es halt unmöglich, das herauszufinden. Ja. Genau. Kann nicht nachgehalten werden. Okay, was noch? Also Winters Vertrauensofficer. Ja. Du hast noch 2 Dinge. Ich habe tatsächlich nochmal die Bitte, dass die Prison Unit des LSPDs, also auch nochmal namentlich genannt wird, damit das einfach nochmal als Reminder mit drin ist. Da wir jetzt ja gerade mit der Fahndungsliste das Thema, das passt ja gut dazu, das Doppel. Ich habe gerade übrigens einen Herr Hämmer hier gehabt, der das Polizeidepartement ins SD verlassen wollte, nachdem er mit Herr Bailey gesprochen hat. Der hat keine Tests da gemacht, der hat da nichts, der hat nicht um Probe gefragt, ich habe das gerade abgelehnt. Ich habe tatsächlich im Vorfeld zu Mr. Hämmer gesagt, dass er die Herangehensweise, die er dort gewählt hat, ich habe da auch gestern Abend von erfahren, über die SD-01. Ja.
Die beiden sind wohl verwandt, also Bailey und Hammer sind irgendwie Cousins oder so. Und da jetzt Mr. Bailey ja erfolgreich gewechselt ist, wollte Mr. Hammer auch wechseln. Allerdings, was? Ja, richtig. Ja, er möchte dort oben die Parole-Unit führen. Genau. Ich denke, das passt da besser. Er ist dort mit sehr viel, sagen wir mal, Informationsgabe zu allen relevanten Personen, außer zu mir und zu uns, genau, gekommen. Hat jedem schon erzählt, was er gerne möchte, was er anstrebt, nur den nötigen Personen nicht. Ja, dann werden wir heute Hammer hier noch sehen, wie er reinläuft und auf Basis dieser Tatsache hier kündigt. Er war tatsächlich gestern Mittag bei mir und sagte mir, wie es denn jetzt mit der Parole Unit weitergeht. Da habe ich gesagt, sie haben die aktuell auf Eis gelegt. Ja. Ob er sich denn vorstellen könnte, die perspektivisch zu führen, habe ich ihn gefragt. So sagt er ja, aber er möchte auch ins Sheriff's Department wechseln. Habe ich zu ihm gesagt, überlegen Sie sich, was von beidem Sie wollen und darauf sollten Sie hinarbeiten und dann sollten Sie mit dem Chief of Police sprechen, wie das aussieht und mir Bescheid sagen. Naja, seither war er nicht mehr bei mir. Ich habe ihm gestern gesagt, dass er bei diesem Stufenprinzip so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Man informiert zuerst seinen Dienstherrn, dann den zukünftigen Dienstherrn, ja, und nicht andersrum oder irgendwie gemischt, denn das, was dabei rauskommt, ist jetzt genau das, was ich ihm gestern prophezeit habe. Wenn das der Chief in der ungünstigen Situation von der falschen Person mitbekommt, kriegt er dafür einen auf den Deckel. Und Prison Unit nochmal ganz kurz, das war Marino, Miller und? Wilson. Wilson, genau. Ja, da kommen wir dann zum letzten Thema, was ich habe. Die Bürgerakteneinträge, gerade die temporären, immer mit PD-Nummer, immer mit Datum und nach Möglichkeit auch, wann das abläuft. Oftmals stehen da Traffic-Law-Strafen drin, ja, aber man weiß nicht mehr, wer hat die eingetragen und von wann sind die? Sind die gerade frisch eingetragen? Sind die Wochen alt? Okay, Bürgerakte mit PD-Nummer und Datum. Ganz wichtiges Feld, denn auch da verwirren wir uns unnötig und schaffen auch unnötig viel Arbeit. Ja. Verlängern den Aufenthalt von Zivilisten in den Maßnahmen, das muss alles nicht sein. Okay. Geben Sie mir mal die Besprechung für 20.45 Uhr an. Jawohl. Ich denke, das passt. Ich habe dann noch was, Bounty Hunter. Das müsste den Officern mal erklärt werden, weil gestern liefen wohl schon O'Neills rum und haben behauptet, sie wären Bounty Hunter. Ja, gut. Dazu gibt es aber einen Beschluss. Also theoretisch kann man sich das einfach durchlesen. Ja, vielleicht sollten die ein paar Worte dazu sagen, dass das jetzt gestartet ist. Okay, dass man da eine Lizenz benötigt, die wir kontrollieren können. Genau. Und dann haben wir 3,5 Sachen auf der internen Liste. Okay. Gut. Darf ich ganz kurz zum Bounty Hunting noch was sagen, Sir? Es gab gestern einen Vorfall am Galaxy, wo der Besitzer des Galaxy von den O'Neills wohl mutmaßlich von dreien als Geisel genommen wurde und die sich auf diesen Bounty Hunting Service berufen haben. Ich habe heute ein paar Nachforschungen angestellt. Die Lizenzen werden erst seit heute vergeben. Das Prüfungsverfahren ist mir von Miss McCord empfohlen worden, auch vorgetragen worden. Das ist rückwirkend 4 Wochen ohne größere Strafen. Also wir reden jetzt nicht von Traffic, sondern von verurteilten Straftaten. Dann kann man eine solche Lizenz nach einem persönlichen Gespräch bekommen. Ja, das Problem ist, ich glaube, die O'Neills wurden dazu verdammt, ihre Strafe als Bounty Hunter abzuarbeiten. Jetzt weiß ich nicht, ob da irgendwelche Sonderregelungen in Kraft getreten sind. Ja, die haben gestern, also nach dem, was ich jetzt mitbekommen habe, den Besitzer des Galaxies. Stand er denn auf der? Ist das ein Verstoß und dann können sie gleich wieder aufhören. Die haben den wohl mit Waffen bedroht und auch eingepackt, also mitgenommen, ja, und wollten den dann unter, ich habe den Namen eben gehört, einem komplett abstrusen Namen, irgendwie Raikim irgendwas, dann abgeben. Und der war das natürlich nicht, das war aber weitestgehend vorher klar. Schwierige Situation. Haben wir dazu eine Akte? Ja, natürlich. Gut, ja, dann ist das ja der Beleg einfach dafür, dass die das dann nicht weiter nicht machen können. Ja, das Problem ist, dass wohl Richter John da auch noch aufgetaucht ist und die dann quasi weggeschickt hat, bevor die Officer die Daten zum Beispiel von den Tatverdächtigen aufnehmen konnten oder das fertig bearbeiten konnten. Da habe ich den Officer, der damit zu mir kam, jetzt zu Doyle geschickt und gesagt, erzählen Sie das Doyle, wenn der dann COCP sieht, wird er tätig. Weil das klang so ein bisschen nach Strafvereitelung. Aber da wusste ich ja noch nicht, dass es so einen Beschluss gibt, dass sie Bounty handeln sollen. Naja, es gibt solche Beschlüsse. Da müssen sie auch regelmäßig auf dem Laufenden bleiben, unabhängig von mir. Nils, den Beschluss kenne ich zum Bounty Hunter. Naja, gut. Ich hätte jetzt auch noch nicht gedacht, dass das gleich gestern losging. Ja, die sind gestern relativ spät, kurz vor 12, sind die dann im Galaxy eingeritten und haben dann den Besitzer, diesen Mr. Duke, eingepackt und mitgenommen. Und dann wollten sie, dass er sich als jemand anders ausgibt? Ja,
Ja, ob das so abgesprochen war mit dem Namen, wissen wir nicht. Oder ob das einfach nur eine dumme Verwechslung ist. Mm. Ja. Lassen wir es einfach mal im Raum stehen. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, ich verstehe. Allerdings haben Zivilisten diese Geiselnahme und diese Entführung bei 911 gemeldet und auch persönlich bei mir. Mm. Also muss das wohl ziemlich wild abgelaufen sein. Also mit vorgehaltener scharfer Waffe und so weiter und so fort. Also auch mit Cowboyhüten wurde mir berichtet, das war so eine relativ wilde Nummer. Ja, ja. Gut, ist das der Moment, Huckleberry, wo ich das Büro verlasse und den Chief über die richtige Fälle ja eh schon? Ja, gut. Ja, kleinster Fall. Hobbs hat einen Streifenwagen in die Luft gejagt. Was? Ja, er hat auf einem Lagerfeuer vorm Lostgelände geparkt. Ja, auf einem Lagerfeuer vom. Was ist das denn hier? Ja. Mr. Chief, wat du morgen kommt, es tut mir so leid, ehrlich, Digi, sorry für gestern Abend, passiert halt, Gruß der Eingespeicherte, war aber nicht komplett mein Fehler. Oh Gott, was? Das macht irgendwie ein bisschen betroffen. Ja, de facto ist dein Interceptor wohl nahezu ausgebrannt. Warum schreibt mir ein Staatsanwalt, dass eine Akte mit Strafbefehl erlassen wurde, obwohl in der Akte keine belastbaren Zeugenaussagen stehen und will jetzt von mir diese belastbaren Zeugenaussagen? Was? Wird ja immer wilder hier. Klingt irgendwie dumm. Auf welcher Grundlage hat er denn dann einen Strafbefehl? Warum hat er denn einen Strafbefehl erlassen? Meine Frage. Was ist das denn? Moment, das gucke ich mir mal an. Ich habe ja die Akten abgearbeitet und habe gesagt, was nicht mehr Sinn macht. Übergabe PD, Mirror Park. Unzureichende Ermittlungsergebnisse, dazu keine weitere Nachfrage möglich. Einstellung möglich. Zeugenaussagen fehlen noch. Welche Zeugenaussagen? Was? Akte an PD zurückgegeben, Zeugenaussagen fehlen, Sachverhalt ist nicht ausführlich erklärt. Ist das der Schmied? Ja. Was ist mit ihm? Der gibt jeden Tag, ich sag ihm das, 5 bis 6 Akten zurück. Was? Was für. Wie, er hat eine Strafe erlassen auf Basis dieser Akte. Die Ermittlungsergebnisse im Rahmen der Akte sind nicht ausreichend für die Strafe. Da habe ich doch jetzt keine Schuld. Warte mal, das gibt's doch nicht. 30265. Warum ist dies, wenn das verurteilt ist, warum haben wir diese Akte? Wayne hat das verurteilt. Hä? Moment, sind sie sich da jetzt gegenseitig am Weggrätschen? Wollen die mich verarschen? Welche Zeugen sollen wir denn verhören? Es fehlt die Aussage von den Kollegen, die ich nicht mehr weiß, weil ich die nicht gesehen habe, wer die Zeugen vom Bus befragt hat. Eventuell weiß Johnsoner mehr. Die Akte ist vom 6.11. Was soll der da mehr wissen? Was ist denn los? Warum kommt die denn zurück, wenn die verurteilt ist? Warum? Warum ist die Akte offen, wenn die verurteilt ist? Was zur Hölle ist das? Das ist ja weird. Das ist, also, das verstehe ich jetzt nicht. Es macht auf so vielen Ebenen keinen Sinn. Genau. Wird was verurteilt, wenn die Beweise nicht ausreichen? Warum ist das dann immer noch offen? Warum wird das ans PD zurückgegeben? Ja, das ist. Es ist wie eine heiße Kartoffel, die nimmt keiner in die Hand. Das verstehe ich nicht. Also, ich kann die jetzt nicht schließen, er kann sie nicht zurückgeben, sie kann nicht übernommen werden, da fehlt eine Aussage, aber es wurde verurteilt ohne Aussage? Das verstehe ich nicht. Also, das ist eine. Das ist merkwürdig. Ich habe jetzt versucht, den Schmied anzurufen und nochmal zu fragen. Habe ihm jetzt aber geschrieben, dass ich nicht verstehen kann, wieso eine Akte offen ist, wenn sie verurteilt ist. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir können auch nicht mehr eine Akte verändern und dann noch Sachen eintragen, wenn die schon verurteilt ist. Hm. Dürfen wir ja gar nicht. Hm, okay. Okay, wo ist denn Burke jetzt? Scheiße, Karussell noch weiterhören? Moment. Ich habe noch 3 weitere auf der Liste. Eigentlich wollte er schon hier sein. Okay, Moment, wir waren gerade bei Hobbs. Das war der lustigste Fall. Okay. War nämlich keiner mehr drin. In dem Streifenwagen. Dann ähnliche Lappalie. Lipton hat wohl eine Akte geschlossen. Mhm.
Und damit konnte das PD ja nicht mehr wieder aufmachen, hat jetzt den Staatsanwalt wieder aufgemacht, aber Lipton ist gerade im Urlaub. Lipton? Müssen wir mit ihm mal drüber sprechen. Okay, klingt jetzt nach einem Versehen, ehrlich gesagt. Ist der noch gerade? Würde ich auch erstmal so, nee, Officer Sidetrack. Würde ich jetzt aber trotzdem als Versehen auch abhandeln, irgendwie blöd mit dem Mausrad gescrollt oder sowas. Ja, das kann passieren am Rechner, ja. So, jetzt kommen wir zum nächsten Upsi. Mr. Blake, Taser-Schusswaffe. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Blake ist ja jetzt nun mal kein Frischling mehr. Oh. Er hat das selbst gemeldet. Er hat den Taser mit der Schusswaffe verwechselt. Er ist sich sicher, den Taser in der Hand gehabt zu haben, aber dann kam da eine Kugel raus. Ich habe ihn gefragt, ob er seinen Taser modifiziert hat. Er hat das verneint, Sir. Gibt es da andere Konsequenzen neben der Tatsache? Also gibt es irgendwelche Meldungen von dem Tatverdächtigen? Die Zeugen? Tatverdächtige wollte keine Anzeige erstatten und Richter Doyle sieht, wenn wir auch davon ausgehen, dass es ein Versehen ist, auch keinen COCP-Verstoß. Ich würde hier trotzdem irgendwas Internes empfehlen. Wir haben zu viele dieser Vorfälle. Ja. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das habe. Ja, wir haben das jeden Monat einmal bisher. Dame ist also getroffen worden, also sowohl von dem Taser des Streifenkollegen als auch von der scheinbar scharfen Waffe von Blake. Die Dame. Was für ein Vorfall handelt es sich da? Warum ist die. Autodiebstahl und dann das Auto gestoppt. Dame flüchtet, will in ein anderes Auto einsteigen, eine Racerkarre. Die Officer wollen sie davon abhalten, indem wir einen Taser benutzen. Einer tasert, einer schießt. Verstehe. Also die Entziehung, die wiederholt wird. Also. Ja, Flucht ist einfach nicht der richtige Grund für sowas. Tatsächlich nicht. Ja. Sieht Blake auch so. Er gibt an, ihn nicht die Schusswaffe verwendet haben zu wollen. Alles klar. Ich denke, dass wir trotzdem irgendein Zeichen im Department setzen müssen, dass wir solche Vorfälle ernst nehmen. Ja, tun wir auch. Das ist also. Das Second Grade. Das geht nicht. So jemand wie ihm darf das nicht passieren. Das darf eigentlich schon im Office of Third Class nicht passieren. Nee. Gut. Okay. Habe ich schon eine Lösung für. Also sobald sie ihn haben, schicken sie ihn zu mir. Mhm. Gut, und dann kommen wir zum Fall, der etwas undurchsichtiger ist. Mhm. Ich lese Ihnen jetzt mal eine Aussage vor, die in einer Akte stand, die so an COJ hätte übergeben werden sollen. Mhm. Fand bei ihm eine Schusswaffe, die er nicht führen darf. Da Herr Depps und seine Freunde leider zu Gewalt neigen und ich eine Ausschreitung der Situation verhindern wollte, habe ich ihn davon kommen lassen. What? Mhm. In welchem Zusammenhang ist das? Jetzt fange ich an, Ihnen die Situation zu erklären. Die ist ein bisschen komplexer. Ja. 0 Uhr, Kopfraub, irgendwo auf dem Highway. Ja. Ammunition, East. Zwei unserer Streifen und 1 bis 2 Sheriff-Streifen fahren an. Vor Ort. 4 bis 5 Raser aus der Mason und Debs-Clique. Ja. Sowie Familie Gambino. Also Familie zusammen? Nein. Die waren da auf diesem Parkplatz. Okay. Und an unterschiedlichen Orten. Bei Eintreffen der Streife entfernt sich Familie Gambino. Die erste Streife verfolgt die, hält die an. Die sind kooperativ. Geben an, dass die Bande um Mason da den Job überfallen hat. Ja. Werden gebeten, mit zurückzukommen. Ja. Dann wird den Masons und Mr. Debs der Vorwurf gemacht, dass man sie da verdächtigt und es werden Durchsuchungen angeordnet. Ja. Denen verweigern die sich und werden relativ aggressiv. Dadurch, dass die Gambinos da waren und ihnen wohl auch noch lautstark Vorwürfe gemacht haben, wird die Situation immer aufgeschaukelter. Zwischen den beiden Parteien? Genau, und das BD natürlich in der Mitte. Verstehe, wie viele Streifenwagen waren vor Ort? 2 von uns, 2 von den Sheriffs. Also wir wären in der Überzahl gewesen. Okay. Also mindestens 6 Officer. Oder 5. Naja, mindestens 6. Okay. Also schon alleine 3er-Streife von uns und 2er-Streife. Ja. So. Als Herr Depp sich immer weiter weigert, sich durchsuchen zu lassen, nimmt Mr. Miller ihn zur Seite. Ja. Und redet beschwichtigend auf ihn ein. Ja. Und durchsucht ihn dann auch. Ja. Dabei findet er diese Waffe. Ja. Und Herr Depp gibt zu, diese Waffe soeben in dem Ammunition, der da überfallen worden sein soll, gekauft zu haben. COCP-Verschluss. Also, wenn er gekauft zu haben? Ja. Ach, er hat den. Ach, scheiße, das ist ein Ammunition. Scheiße. Ja.
Aber er hatte trotzdem keine Lizenz. Richtig, hatte keine Lizenz. Mr. Miller hat sich dann entschieden, das seinen Kollegen nicht zu erzählen und Mr. Depps gehen zu lassen. Das ist COCP. Weil er davon ausgehen musste, dass die Situation sonst eskaliert, wenn er ihn versucht festzunehmen. Das ist COCP. Hat dann im Nachhinein eine Akte eröffnet, einen Tag später. Das, sie riecht nach COCP. Ja. Und in der Akte war diese Aussage, die sehr dumm ist. Ich habe ihn gesagt, er solle das neu formulieren. Das Problem ist, dass er seinen Kollegen später gesagt hat, Mr. Depps hätte nur wenige Drogen dabei gehabt und deswegen wolle er eine Verhaftung nicht durchführen an dem Ort. Er hätte nur wenige Drogen dabei gehabt? Ja, wenige Joints, 1 bis 2 Joints. Okay. Als er das Ganze dann gemeldet hat, diesen Vorfall, sagte er, er hätte das mit den Joints gesagt, als Ausrede. Ja, nee, das ist, das müssen wir, das können Sie schön zu Doyle bringen, das ist ein COCP, das müssen wir melden. Ich habe einen Termin mit Doyle aufgemacht. Das ist auf allen Ebenen falsch. Also das, unabhängig davon, wie das rauskommt, unbedingt nachschulen. Unbedingt nachschulen. Was ist mit Miller? Ja. Was soll das? Was glaubt ihr, was der da tut? Die er dann, wie gesagt, den Tag drauf aufgemacht hat, ist jetzt natürlich eingestellt. Das reicht als Grundlage, hat das den Staatsanwälten nicht ausgereicht, dagegen jetzt vorzugehen. Wir haben nicht mal die Nummer der Akte. Ja. Die können sich, ich habe ihm gesagt, er soll da eine so ausführlich wie mögliche Aussage reinschreiben, auch einfach damit ich was in der Hand habe. Ja. Kann Ihnen das Aktenzeichen sagen, wenn Sie sich das durchlesen wollen. Miss Wayne. Ja. Das ist die 74045. 74045. Unerlaubter Waffenbesitz eingestellt. Die Glaskasse, Geldkassette hat er auch gefunden. Nee, hat er nicht gefunden, hat er geschrieben. Achso, ich fand weder eine Geldkassette noch ein Nahrungsmittel. Was? Ja, alles klar. COCP. Ist ein klarer COCP. Sehe ich ähnlich. Glasklar, leider. Ja, das ist, also, wie kann man denn das machen? Und vor allem noch nur so niederschreiben. Ja. Wie gesagt, in seiner ersten Fassung war es noch schlimmer. Ja, das ist selbst in der besseren Version eine schlimme Sache. Eine schlimme Sache. Richtig. Okay. In seiner ersten Schilderung hat er auch die Sheriffstreifen mir gegenüber nicht erwähnt. Die hat er auch hier in der Aussage nicht erwähnt. Die habe ich erst erfahren, als ich seine Streifenkollegen befragt habe, dass da auch noch Sheriffs waren. Weil mit nur 2 Streifenwagen und da sind irgendwie 8, 9 Personen, wäre das Ganze wiederum noch etwas verständlicher. Weil man die Gewalt, ja, das kann man recht schwer machen. Es ist nach 0 Uhr und sowas. Aber als ich dann erfahren habe, dass da Sheriffs dabei waren auch noch, sieht die Sache leider etwas anders aus. Auch, dass er seine Kollegen da vor Ort belogen hat. Ja, Katastrophe. Katastrophe. Ja. Mr. Burke, wo sind Sie? Ich mache mich jetzt auf den Weg. Sie glauben gar nicht, was hier los ist. Okay, dann kann ich Ihnen aber nicht garantieren. Wir haben jetzt Besprechung, aber wir unterhalten uns einfach so. Ich habe so auch noch ein paar Sachen drauf. Ich will 1, 2, okay, ich komme jetzt direkt zu Ihnen. An Ihrem Appell würde ich eh gerne teilnehmen. Das ist ganz gut. Ja, gut. Okay. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Ja, wir machen jetzt erstmal Besprechung. Ja. Also in 2 Minuten. Ja, für Sie zur Information, Blake ist gerade in Dienst gekommen, also nach der Besprechung könnten Sie sich ihn zur Brust nehmen. Genau, der, naja, müssen wir halt durch jetzt. Ne? Also wir können das bei Officer Second Classes nicht mehr durchgehen lassen. Also ja, das geht einfach nicht. Großartig. Abend. Gut, gut. Dann Besprechung, Sir. Genau, wir haben gleich Besprechung. Wir warten noch auf Chief Justice Burke. Gut, dann teile ich ihm das schon mal mit. Wild. Ah, Glück auf. Hi! Sie waren da nett gestern, ne? Ja, genau. Wie geht's Ihnen? Fruchtiger. Warum? Gilt das eigentlich als Maske? Oder ist das eher so ein Henna-Tattoo? Die Besprechung beginnt jetzt. Jörg, kommen Sie. Ja. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Ja. Wie stresst gerade. Was gut. Wenn man so Schüben kommen muss. Ja, Sie hören sich auch so ein bisschen verknittert an. Ja, trotzdem ganz gut verknittert. So, Achtung, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ist kein Dreck, das ist Kunst. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur täglichen Besprechung des LSPDs. Wir haben heute den 13.11. und ich habe wieder einige Themen für Sie und Sie sehen auch schon Chief Justice Burke mitgebracht, der gleich auch noch einige Dinge auf einer mir unbekannten bis jetzt Agenda hat. Aber da wird er sicherlich gleich drüber reden.
Vorher möchte ich Ihnen noch einige Informationen geben, die natürlich dienstrelevant sind. Erstens, Officer Winters, ist der hier? Nein, der ist nicht da. Officer Winters ist noch nicht da, hat aber im Rahmen seines Dienstes einen sehr guten Vorschlag gemacht, den ich Ihnen einfach auch transparent wiedergeben will und das ich auch so schon in Kraft treten lasse, weil ich das eine sehr gute Idee finde. Officer Winters ist ab sofort unser Vertrauensofficer. Das bedeutet, wenn Sie vielleicht zu eingeschüchtert sind von der Hierarchie oder von der Education oder von mir aus unerklärlichen Gründen, dann können Sie sich gerne vertrauensvoll an Officer Winters wenden, wenn er da ist und ihm Fragen stellen oder irgendwelche Problematiken vorstellen. Ich sage Ihnen aber so, wie es ist, Sie brauchen keine Angst zu haben um Gespräche mit der Führung des Los Santos Police Departments oder mit mir oder mit der Education zu führen. Das ist nicht notwendig. Wenn es Probleme im Ablauf der Polizeiarbeit gibt, dann ist das wichtig, dass wir auch davon erfahren. Ansonsten können wir diese Probleme vielleicht auch nicht lösen, wenn sie denn existieren tatsächlich. Also will ich das trotzdem nochmal sagen, wenden Sie sich doch, wenn Sie da irgendwie Bedenken haben oder das noch nicht genau einschätzen können, einfach an Officer Winters. Schön. Dann nächste Sache. Wir haben aktuell Diskrepanzen zwischen dem Inhalt der Fahndungsliste und dem Inhalt der Bürgerakte. Es gab gestern einen Vorfall, wo ein ehemaliger Tatverdächtiger nicht auf der Fahndungsliste stand, aber die Hafteinheiten durch das Department of Justice immer noch in der Bürgerakte hatte. Was bedeutete, dass der Kollege, der die Person festgesetzt hat, das in der Fahndungsliste nicht gesehen hat, aber in der Bürgerakte. Und es deswegen zu Komplikationen gab. Ich für die Zukunft ist für Sie nur relevant, was in der Fahndungsliste steht. Wenn Sie da Diskrepanzen feststellen, ist das kein Indikator dafür, dass Sie jemanden festsetzen können über einen längeren Zeitraum. Also achten Sie auf die Fahndungsliste. Und wenn es Diskrepanzen gibt, kurzer Anruf vielleicht bei Ihrem Vorgesetzten, Streifendienstleistung, Leitung, Education, bei mir von mir aus oder bei einem Staatsanwalt. Aber das als Grundlage zu nehmen, um jemanden in Gewahrsam zu nehmen, reicht nicht aus. Weil wir dann hier davon sprechen, dass potenziell jemand seine Strafe abgesessen hat und dann nochmal seine Strafe zusätzlich absitzt. Und das geht natürlich nicht. Versetzen Sie sich da einfach in diese Problematik und versuchen Sie, da Verständnis aufzubringen. Für Sie wird nach der Person gefahndet, immer die Fahndungsliste. Ganz, ganz wichtig. So. Mr. Burke, wer ist das? Ach, das ist Mr. Lettner. Ja, Mr. Lettner, dann können Sie gerne rausgehen. Ja, Mr. Lettner, warten Sie schon mal im Büro vom Chief. Wir führen da gleich noch ein Gespräch. Wundervoll. Gut. Dann für Sie, ich möchte das einfach nochmal benennen, damit Sie auch ein Gesicht zu der Einheit haben. Die Prison Unit vom Los Santos Police Department wird verwaltet von Officer Marino, das macht die Management- und Operations-Einheit. Und anschließend ist Wilson und Miller. Die drei ersetzen die Sheriffs, wenn diese gerade nicht da sind. Bei der Überführung ins Prison. Marino, Wilson und Miller. Die sind auch separat geschult worden. Ja? Nur damit Sie es mal gehört haben. Marino, Wilson und Miller. Dann ganz wichtig, das ist uns auch aufgefallen, die Bürgerakten, die angelegt werden, wenn Sie da Traffic Law Verstöße reinschreiben, bitte Ihre Dienstnummer, bitte das Datum und geben Sie uns sozusagen eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu kategorisieren. Weil wir Bürgerakten festgestellt haben, wo das einfach nur eingetragen wurde. Ohne von wem, wann, und das ist dann sehr unübersichtlich. Traffic Law Verstöße können Sie ja selber abhandeln, bis zu $2,500, Sie kennen das. In diesem Zusammenhang gerne in die Bürgerakte schreiben, aber versuchen Sie es zumindest auszuweisen, damit wir wissen, aha, am 12.11. beispielsweise um 19 Uhr ist da eine Strafe erlassen worden. Das macht die Arbeit ein bisschen einfacher, in der Übersicht auch. Und ich will noch mal ein Wort verlieren zu den Bounty Huntern. Da gab es wohl gestern auch eine Situation. Die Bounty Hunter sind Zivilisten, die eine Lizenz beim Department of Justice erwerben und mit dieser Lizenz legitimiert sind, Personen festzusetzen, die auf einer separaten, ausgeschriebenen Fahndungsliste stehen. Das ist sozusagen eine gespiegelte Fahndungsliste von uns.
die wird vom Department of Justice geführt, aktualisiert. Und wenn jemand die Lizenz hat, dafür muss man sich auch qualifizieren, schauen Sie gerne die Qualifikation in der Department of Justice App nach. Da steht drinne, wann, was, wie und wie lange man braucht, wie die Vorstrafen aussehen. Lesen Sie sich das bitte durch im Beschluss Bounty Hunter. Das können Sie viel detaillierter lesen, als ich es jetzt groß abreißen kann. Die nach dieser Legitimierung der Lizenz sind die, haben die die Erlaubnis, Personen festzusetzen und der Prison Unit bzw. dem Los Santos Police Department zu übergeben. Ja, aber auch nur die Personen, nach denen gefahndet wird. Korrekt. Keine anderen Personen natürlich. Das muss überprüft werden. Und da gab es wohl gestern Probleme, die wir aber gerade am Aufarbeiten sind. Gut. Bevor wir weitere Fragen klären, möchte ich dem Chief Justice erstmal die Möglichkeit geben, noch ein paar Worte zu sagen. Ja, vielen Dank, Chief Lynch. Tatsächlich wollte ich auch hier einmal die Thematik mit den Bounty Huntern zur Sprache bringen. Mir wurde auch gesagt, dass es da wohl gestern zu ein paar Ungereimtheiten innerhalb von ihrer Truppe kam. Deswegen, wenn da jetzt gerade jemand akut Fragen zu hat, dann am besten jetzt. Haben wir ein Verzeichnis, wo wir das nachgucken können, wer eingetragen ist? Es wird von uns noch eine Liste folgen, wer eingetragener Bounty Hunter ist und wer nicht. Das Ganze wird von unserem Legal Office geführt. Da erhalten sie noch Notice drüber. Aktuell sind nur Mr. O'Neill, Mr. Hollecker und Mr. Campbell im Rahmen eines Beschlusses meinerseits dazu befugt, das Ganze anzugehen, damit sie damit zur Resozialisierung beitragen und ihre Strafe abarbeiten. Diese Personen sind eben besonders durch Freiheitsberaubung aufgefallen und diese einzigartige Fähigkeit dieser Person. Alles gut bei Ihnen, Officer? Sie atmen sehr leise, ist alles okay bei Ihnen? Ja, Entschuldigung. Heute atmen Sie leiser. Sie sind eben mit doch sehr vielen Freiheitsberaubung aufgefallen und wir möchten eben dafür sorgen, dass sie ihre Fähigkeiten eben in genau diesem Gebiet ja auf legale Art und Weise vielleicht einsetzen können und so vielleicht auch einen Teil zur Resozialisierung beitragen. Das Ganze ist ein Feldversuch. Anmerkungen dazu möchte ich jetzt erstmal nicht hören. Ich möchte, dass sie das erstmal nur zur Kenntnis nehmen. Wenn Sie da irgendwelche Bauchschmerzen oder sonstiges haben, gerne im Nachgang. Heute Abend aber nicht mehr. Ich habe schon genug anderes Zeug heute. Ja, kanalisiert bitte zu mir. Dann gebe ich das dem Chief Justice weiter. Das einfach mir berichten, wenn Sie da jetzt große Bedenken haben. Ich kann mir das in einzelnen Fällen auch schon vorstellen. Ja. Okay. Frage also dazu noch, wenn ich darf. Ja, bitte. Festsetzen. Heißt vor Ort und Stelle oder nicht? Also die dürfen die nicht mitnehmen. Ist das korrekt? Doch, die dürfen die auch mitnehmen, okay. Um sie dem PD zu überführen. Ja. Also die sollen nicht mit denen hier irgendwie eine Weltreise machen, sondern die sollen die dem PD überstellen. Und das können sie auch hier im Police Department, am Prison oder im Sheriff's Department oben machen. Okay, zu überstellen dürfen sie die mitnehmen. So notiert, danke. Ja. Das finden Sie aber alle nochmal in dem Beschluss. Lesen Sie sich den bitte durch. Das sind zwei Seiten. Das ist sehr wichtig, damit Sie wissen, wie die Befähigung von diesen Menschen aussieht. Und nochmal, auch wenn Sie da Straftaten von den Bounty Huntern nach den gefahndeten Personen oder anderen Personen feststellen sollten, nehmen Sie das auf, das geht seinen normalen Gang, das wird dann auch eine normale Strafverfolgung geben, ne? Tun Sie sich da keinen Zwang an. Im Zweifel nehmen Sie das eher auf, dann prüft das ein Prosecutor und dann haben Sie das weg von sich. Ja? Gut. Dann möchte ich nochmal zurückkommen auf das, was Mr. Lynch dort angesprochen hat, initial. Da ging es um Doppelbestrafung teilweise, die durch Systemfehler sind. Mir wurde jetzt auch nochmal gesagt, wenn Sie in der Bearbeitung einer Bürgerakte sind und dort etwas in den Notizen ändern und danach nehmen Sie diesen Haken oben bei zur Fahndung rausschreiben raus und speichern, dann funktioniert das nicht. Sie dürfen nicht in dieser Bearbeitungsmaske sein, sondern müssen diese Fahndung wohl nochmal separat, wenn sie nicht in dieser Bearbeitung sind, entfernen und dann speichern. Also wenn sie gerade irgendwas tippen da drin und den Haken dann da rausnehmen und speichern, dann wird der automatisch wieder gesetzt. Wurde mir jetzt zumindest so berichtet, nur dass sie da einmal im Bilde sind. Das andere ist, dass an mich
durch einen Prosecutor herangetragen wurde, dass einige Personen immer wieder zur Fahndung ausgeschrieben wurden, obwohl sie nicht mehr auf der Fahndungsliste waren. Bevor sie eigenmächtig irgendwelche Personen wieder auf irgendwelche Fahndungslisten setzen, greift das, was ihnen ihr Chief vorhin gesagt hat. Sprechen Sie da mit Ihrem Vorgesetzten oder mit einem Prosecutor. Es steht Ihnen nicht zu, einfach eigenmächtig irgendwelche Personen zur Fahndung auszuschreiben. Ich hoffe, das war deutlich genug. Wir werden solche Vorfälle, weil wir den Verdacht haben, dass das in letzter Zeit häufiger passiert ist, werden wir in den nächsten Tagen hier deutlich überprüfen. Es ist unklar, ob das aus dem Police Department oder dem Prosecution Office kommt. Und weil es unklar ist, ob das aus dem Prosecution Office kommt oder aus dem Police Department, werden wir natürlich keine generalisierenden Beschuldigungen rausnehmen, sondern werden das erstmal prüfen und ich komme dann nochmal auf Sie zu. Genau, wir werden das prüfen, Richter werden Ermittlungen aufnehmen, Ergebnis offen. Das richtet sich nicht nur gegen Sie, nur dass Sie das schon mal gehört haben, dass wir da tätig werden. Gut? Kleine Nachfrage dazu. Falls ich eine Zeugenaussage von einem Bürger brauche, darf ich ihn dann auf die Fahndungsliste setzen mit dem Vermerk, wir brauchen nur eine Zeugenaussage zum Aktenzeichen XY? Wenn Sie davon ausgehen können, dass Ihre Kollegen den dann nicht sofort in Gewahrsam nehmen und hier vorführen, nur wegen einer Zeugenaussage, dann ja. Da vertraue ich meinen Kollegen, ja. Gut. Das war's erstmal von meiner Seite. Also nochmal, die Bounty Hunter haben da nicht mehr Befugnisse als Sie, sondern eigentlich sehr viel weniger. Und auch nur gegen Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Alles klar, vielen Dank. Eine Frage noch hierzu. Ist jeder, der auf der Fahndungsliste gesetzt ist, mit einem Kopfgeld versehen oder wird das nochmal separat behandelt? Das wird nochmal separat behandelt. Nicht jeder, der zur Fahndung ausgeschrieben ist, wie Ihr Kollege ja schon vorhin gesagt hat, es kann ja auch mal sein, dass Sie nur eine Zeugenaussage einholen möchten. Da wird kein Kopfgeld ausgeschrieben. Also das wird durch unser Legal Office gefiltert. Da wird geguckt, wenn zum Beispiel ein versäumter Haftantritt ist oder eine Person flüchtig ist oder ein Tatverdächtiger sich mehrfach polizeiliche Maßnahmen entzogen hat, dann wird dann Kopfgeld ausgesetzt. Ja, okay. Weitere Fragen? Dem scheint nicht so. Alles klar. Gut, dann übergebe ich wieder an Sie, Mr. Lynch. Danke, super. Mr. Doyle. Burke. Das ist Mr. Burke. Okay, gibt es allgemeine Anmerkungen noch? Ja. Cortez, was gibt's? Ich komme nach vorne. Was? Achso, ich dachte, ich kann hier was sagen. Sie sollen an... Cortez, Sie sollen Fragen stellen zu der Besprechung und nicht am Pult was sagen. Gehen Sie bitte sofort wieder hinunter. Ich würde mich jetzt schämen. Okay, ich hab trotzdem was. Dann sprechen Sie, Cortez. Ich habe mir nämlich was aufgeschrieben. Die Mitarbeiter vom Auto Repairs, die haben gesagt, dass sie das sehr schade finden, dass die immer Anrufe bekommen und dann zu unserem Fahrzeug hinfahren und nie einer, also in 90% der Fälle, also trifft jetzt nicht auf alle zu, aber dass da keiner wartet. Ihr müsst euch vorstellen, die kommen dann da an und wissen gar nicht, was mit dem Fahrzeug ist, wo das jetzt hin soll. Deswegen Das Fahrzeug, wenn ein defektes Polizeifahrzeug da ist, muss das immer zur gleichen Stelle, egal wer anfährt. Ja, aber die wissen gar nicht, was gemacht werden muss. Haben die mich gebeten, dass wir warten und denen sagen, was mit dem Auto ist. Das ist so negativ, das ist in der Regel, das ist bei uns auch ganz normal, wenn wir Einsätze haben. Das können Sie, schade, dass Sie es nicht direkt transportieren konnten. Das war Auto Repairs, ja? Ja. Ja gut, da gibt es allgemein Verständigungsprobleme. Also folgendermaßen, es ist ganz normal, dass Officer bei Auto Repairs anrufen und das können Sie auch weitermachen. Und da wird gesagt, wir haben hier ein defektes Auto, wir müssen weiter. Das ist, was defekt ist, die Polizisten sind keine Mechaniker, das können die auch nicht sagen. Woher sollen sie es auch wissen? Dafür sind Mechaniker da. Das ist nur defekt. Und wenn die Mechaniker das nicht wissen, dann brauchen die Mechaniker richtige Mechaniker, die das dann wissen. Aber wir können es nicht. Vor allen Dingen haben wir ja hier um die Ecke, gleich zwei Straßen weiter, einen Hof, wo wir das abgeben und dann ist das gut. Okay, also nicht warten. Nicht in allen Fällen, aber in einigen Fällen kann das vorkommen, ja. Okay. Das hängt situationsabhängig. Sie haben das doch sicherlich schon mal gehabt. Sie haben eine 1043, eine 1099 und in diesem Zusammenhang müssen Sie dann weiter. Und dann können Sie nicht darauf warten, dass jemand da kommt und von Ihnen ein umfassendes Briefing möchte, was mit dem Fahrzeug ist. Das funktioniert dann leider nicht. Haben Sie sonst noch Anmerkungen, Cortez? Nein, das war's.
Okay, sonst noch jemand Anmerkung? Ja, ich nochmal. Ah, okay. Oh, dann merken Sie an. Ja, folgendes, ich hatte heute auch ein Gespräch mit CMT. Ich habe vorgestern eine Maßnahme hier am Legion Square Park. Dort wurde den Mitarbeitern von CMT wohl zugestanden, am Crucial Fix das Ganze zu beobachten. Das ist so ziemlich, die Maßnahme hat wohl im Mittelpunkt dieses Parks dort stattgefunden. Nochmal, sie müssen die nicht direkt daran lassen und dass die sie da behindern, aber die vertreten das öffentliche Interesse. Das sind keine Zivilisten in dem Sinne, das sind Mitglieder der Presse, die eben die Aufgabe haben, die Öffentlichkeit zu informieren. Die bilden die sogenannte vierte Gewalt. Und zu deren Aufgaben gehört es nun mal auch, ihre Arbeit zu dokumentieren. Oder das Geschehen, was dort, die Kriminalität zu dokumentieren. Und es ist nicht in Ordnung, dass Officer dann dort vehement gegen diese Pressearbeit vorgehen und die auf maximale Distanz zu dem halten. Ich interveniere, ja, also ich hake ja da kurz ein. Das ist aber etwas, was ich Ihnen schon mehrmals gesagt habe. Die Presse wird nicht einfach weggeschickt, weil sie die Presse ist. Sie wissen selber, wie mein Umgang mit der Presse ist. Er ist offen, er ist transparent. Ich stehe immer zur Verfügung, wenn die irgendwas haben. Wenn sie was brauchen oder wenn da irgendwelche Fragen sind, dann stelle ich mich denen auch. Sie können die eher als zwischen, also die belehren die, dass das gefährlich ist und dann sollen die ihre Arbeit machen. Das ist alles, was ich von ihnen verlange. Denn wenn sie die irgendwo hinstellen und die müssen dann auf Abstand bleiben, dann können die ihre Arbeit nicht machen und dann kriegen sie von mir Ärger. Ich möchte nicht, dass sie die Pressearbeit behindern. Das ist nicht notwendig. Belehren Sie die, klären Sie die über die Gefahren auf, dann sollen die ihre Arbeit machen. Im Gegenzug soll die Presse natürlich auch nicht ihre Arbeit behindern. Korrekt. Aber das tut sie nicht, indem sie in der zweiten Reihe steht. Ja? Korrekt. Gut. Das nochmal dazu. Gut, da hatte gerade jemand noch einen Einwand? Kein Einwand, nur nochmal ein anderes Thema, quasi dasselbe wie mit dem Box-Event. Ich wollte es nochmal ansprechen, es sind noch ein paar andere Kollegen da. Ganz schnell, 18.11., 18 Uhr, ist auch im Kalender vermerkt. Wenn Sie teilnehmen wollen, melden Sie sich bei mir, schreiben Sie mir kurz eine SMS oder kommen Sie auf mich zu, dann trage ich Sie mit ein. Wir haben schon ein paar Teilnehmer. Für Verpflegung, Musik und Versorgung ist gesorgt. Würden uns über weitere Teilnehmer freuen. Wird wahrscheinlich wieder ein schönes Event. Danke. Super. Wenn da nichts mehr ist. Ich hab noch was. Reed. Das geht ganz schnell. Hallo, liebe Kollegen und Kolleginnen. Wie ihr wisst, bin ich seit ein paar Tagen die offizielle Hutmanagerin. Alle, die ab Rang 3 und höher sind, können sich noch einen Hut bei mir abholen. Ich hab den Karton hier stehen. Ja, ich komm gleich. Ja. Stimmt, wir haben neue Hüte. Also, die Hüte haben wir so eingegliedert, dass es dann ab vollwertigen Officer Third Grade Rang die Möglichkeit gibt, einfach einen Hut zu bekommen. Also holen Sie sich den gerne von der Frau Reed, der Hutmanagerin, ab. Okay, wenn es das jetzt war, können Sie wieder raus, gehen Sie auf Streife, passen Sie auf sich auf, ja, und auf Ihre Kollegen und vielen Dank fürs Vorbeigucken. Ja dann, Hut ab. Hut ab. Ich würde den Hut nehmen, ne, sag ich direkt. Ich meinen Hut. Hallo, Elias. Raus, Wasser. Na, die Herren. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in Ihr Büro. Hey, ich habe 20.000 gekriegt. Mein Fahrradtun darf ich haben. Ich habe doch gerade schon Hallo gesagt. Was ist denn jetzt? Trinkst du ein Bier für mich mit? Ja, mache ich. Danke. Bitte, Herr Lenz. Hallo. Gleich mit der Berg. Haben Sie kurz Zeit? Von wegen der Dienstzeit, dass ich zu lange nicht im Dienst gewesen wäre. Ich muss Ihnen leider jetzt erstmal sagen, ich habe genug zu tun, aber kommen Sie später mal auf euch zu. Ich kann ja auch nicht schreiben, dann lassen wir uns einfach, wenn Zeit ist. So, wo ist denn jetzt Mr. Burke? So, Mr. Burke, wollen wir erstmal unter vier Augen sprechen oder wollen Sie gleich diesen Anwalt dazu haben? Ich würde direkt das mit Mr. Lettner machen und dann haben wir das schon mal fertig. Bitte zügig mit C90 anfahren, sobald eine Einheit frei ist.